Ich habe das neulich beim Niki Lauda so, gab sich gerade so eine Gelegenheit angedeutet, was Schauspieler manchmal so sagen. Da gibt es also diesen resignierenden Spruch ein bisschen, womit Filmschauspieler besonders zu erkennen geben, wo eigentlich ihre unerfüllten Sehnsüchte liegen. Die sagen, wenn sie mit Kollegen zusammen sind, ja, Hollywood hat angerufen, dann kommt eine lange Pause. Ich soll hier bleiben. Mein heutiger Gast ist eigentlich mehr ein Theaterschauspieler. Hollywood hat angerufen. Lange Pause. Er soll kommen. Er kam. Ja, ja, könnt ruhig schon mal applaudieren. Schon mal einüben. Er kam und wie das dort so üblich ist, hoffte er lange, denn man weiß ja nie nichts Genaues, wie man hier sagt, und dann siegte er, denn sein Film Mephisto wurde als bester fremdsprachiger Film mit dem Oscar ausgezeichnet. Und ich glaube, das ist wirklich einer der seltensten und schönsten Anlässe, einem Kollegen zu gratulieren. Herzlich willkommen, Klaus-Maria Brandauer. Wir wollten eigentlich jetzt gleich an dieser Stelle, lieber Klaus, nochmal unseren Zuschauern Ihren Veitstanz vorführen, den Sie in Hollywood aufgeführt haben mit Ihrem ungarischen Regisseur, dem István Szabó, bei der Oscarverleihung. Aber leider waren mal wieder die Rechte für die Ausschnitte nicht so schnell zu kriegen. Wir haben bis Hollywood telefoniert mit ABC. Und da hat man gesagt, Sie müssten also erst die Putzfrauen noch fragen, ob die mit der Vergabe der zweimaligen Rechte einverstanden sind. Und das ließ sich so schnell nicht machen, weil die hatten gerade Wochenende. Wir könnten es also jetzt vielleicht noch mal vorspielen, den Veitstanz. Auf jeden Fall, ich habe hinterher mit größtem Vergnügen gesehen, wie mein großer Kollege, eigentlich mein Vorbild, von dem ich so viel gelernt habe, Johnny Carson, der die Show moderiert hat, wie der sich kaputt gelacht hat über die Tatsache, wie sich zwei Leute da oben auf der Bühne so freuen können über diesen großen Preis. Also wie ist das? Man kommt da hin und dann sind alle schon da und dann? Naja, also zunächst ist man mal überrascht, dass man überhaupt in die Möglichkeit kommt, zu den 5 Nominationen zu gehören. Da freut man sich schon drüber und das reicht einem zunächst einmal als europäischer Schauspieler. Und dann ist man drüben und jeder sagt, ihr Film ist hervorragend und sie werden gewinnen. Und dann geht er zum Nächsten, zum Japaner und sagt, ihr Film ist hervorragend, sie werden gewinnen. Also jeder sagt zum anderen, dass er... Und das kriegt man mit. Natürlich kriegt man das mit. Mhm. Und bei uns war es sogar noch so, dass der polnische Film eingereicht wurde von Wajda durch die Polen. Der Eiserne. Mann aus Eisen. Und jeder war sicher aufgrund der politischen Situation, dass wie in Cannes auch diesmal der polnische Film gewinnen wird. Wir haben uns damit abgefunden und wir waren dort und waren zufrieden. Und dann auf einmal heißt es, denn der Film war ein ungarischer Beitrag, es war eine Koproduktion zwischen Deutschland und Ungarn und Österreich ein bisschen, aber Ungarn hat ihn eingereicht für den Oscar. Mhm. Und dann heißt es Hungarian Movie Mephisto. Und ja, was soll ich Ihnen sagen? Ich habe mich erstens mal vorher habe ich fast in die Hosen gemacht vor Aufregung und nachher habe ich mich narrisch gefreut. Ja, das sah man. Man hörte zuerst einen Schrei und dann sah man also den István da raus und er schrie immer, Klaus, komm, komm, komm. Es war einfach sehr schön, wir können es nicht zeigen. Kann es sein, Klaus, dass Sie mir so in den 50er Jahren, Anfang, Mitte der 50er Jahre in einem Kino in Altaussee meine Eintrittskarte abgerissen haben? Das könnte sein. Aber wenn Sie es gewesen wären, in den 50er, hätte ich mir das gemerkt. Aber vielleicht, ich weiß es nicht, ja. Könnte sein. Vielleicht nicht Eintrittskarte, vielleicht haben Sie mich dort gesehen, wie ich den Ofen eingeheizt habe oder sowas. Das könnte sein. Eintrittskarte glaube ich nicht. Oder vielleicht ja, kann auch sein. Ich habe einen Freund, dessen Eltern haben so eine Art Kinobetrieb.
Auch das ist möglich. Ja? Mhm. Entschuldigen Sie, ich erinnere mich nicht mehr. Wie alt waren Sie da, als Sie in diesem Kino Ihre ersten Eindrücke aus der Welt des Films gesammelt haben? Denn das soll angeblich so ein bisschen der Anfang gewesen sein des Entwickelns eines Wunsches, auf den ich dann etwas näher zu sprechen kommen möchte. In diesem Kino, da haben Sie gesagt, das will ich auch mal machen. Ja, zunächst war es kein Kino, sondern es war der Wirtshaussaal, nicht? Mhm. Und da kam ein Ingenieur aus Linz, der einmal die Woche Filme vorführte. Vor allen Dingen amerikanische Filme und auch die Jugendverbotenen konnte ich damals schon sehen, weil ich ja ab und zu was nachgelegt habe im Ofen. Das war sicher der erste Berührungspunkt mit so etwas wie Spielen, wie Schauspielerei. Also ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass ich irgendwas anders mal werden wollte. Die Umwege über Lokomotivführer oder irgend so etwas hat es bei mir nicht gegeben. Ich entsinne mich nicht, dass ich je was anderes machen wollte, als das, wovon ich damals nicht wusste, was es eigentlich ist. Mhm. Also Alt-Aussee, das ist ein kleiner, aber besonders feiner, könnte man sagen, Ferienort im Ausseer Land. In diesem kleinen Ort sind Sie groß geworden. Es gibt dort in der näheren Umgebung weder ein Theater, noch gab es, wie Sie gerade gesagt haben, dort ein Kino. Wieso hat sich dieser Wunsch, Schauspieler zu werden, so stark und so früh bei Ihnen ausgeprägt? Wo kam das her? Erstens einmal sind die Leute aus meiner Familie, sie haben zum Beispiel mit Theater nichts zu tun, aber sind sehr gesellige Leute. Sie singen, sie unterhalten. Mein Großvater war stundenlang in den Wirtshäusern und hat also gesungen und geratscht. Und mein Onkel genauso. Meine Mutter singt heute noch den Erzherzog Johann. Übrigens sehr gut, wirklich sehr gut. Den Jodler. Den Jodler, ja. Mhm. Und auch die Koloratur, obwohl sie schon ein bisschen betagt ist. Sie macht es noch gern. Also irgendwie waren Leute um mich herum, die gern geredet haben, sich gern unterhalten haben. Und sowas wollte ich auch machen. Und das Herrliche an Altaussee ist nicht nur der geografische Mittelpunkt von Österreich, sondern es hat auch irgendeinen anderen Mittelpunkt. Machen Sie so ruhig ein bisschen Heimatwerbung. Ja. Nein. Wir haben genug Gäste, wir quellen über. durch die Nähe von Bad Ischl, wo der Kaiser Franz Josef seine Sommerresidenz hatte, haben sich auch in den umliegenden Ortschaften also Leute breit gemacht. Zum Beispiel um die Jahrhundertwende der Sigmund Freud und der Arthur Schnitzler und so weiter. Und bis Hugo von Hofmannsthal natürlich. Ja. Und auch Schauspieler, die will ich jetzt alle gar nicht so erwähnen. Mhm. Na gut, das Spielen ist ein falsches Wort, glaube ich, für das, was wir machen. Denn Spielen heißt so tun, als ob. Und das machen wir beide nicht, wenn wir wirklich gut sind. Wenn wir wirklich gut sind, dann sind wir das, was wir vorgeben zu spielen. Nur dann, im Sinne von Theater, hat das einen wirklichen Sinn. Nur dann geht das Leute was an. Wenn wir so tun, als ob, hat man eigentlich nicht die Berechtigung, den Leuten 10, 20 Mark abzuverlangen und Theater oder Kino zu machen. Also das meine ich ganz stark. Es ist ganz blöd, dass wir Schauspieler uns damit abfinden, dass wir das einfach so Spiel nennen. Es geht schon um Menschendarstellung. Ist es zu ernst jetzt? Nein, überhaupt nicht. Ich höre fasziniert zu. Aber das wissen Sie doch alles selber. Naja, das würde jetzt wieder auf die Frage zurückführen, ob ich hier ein Schauspieler war, was ich ja immer bestreite. Das ist ja das, was nicht nur ich, sondern viele an Ihnen so bewundern. Ich kann mich erinnern, wir haben uns einmal getroffen, das war vor vielen Jahren auf der Maximilianstraße. Und ich war ein paar Tage vorher in Ihrer Vorstellung von der widerspenstigen Zähmung. Und ich musste Ihnen auf der Straße sagen, wie fabelhaft ich Sie fand und Ihre Partnerin, die Christine Ostermeier, die eine, ja, damals in diesem Stück eine kongeniale Partnerin war. Aber da war einer, der hat damals schon alle Fachleute dazu veranlasst zu sagen, aus dem wird mal was ganz Großes. Und ich war letzte Woche da in Ihrer Nähe. Ich habe Sie unbehelligt gelassen. Sie wurden gerade mit Musik und allen Ehren empfangen, zurückkommend aus Amerika. Was ist es für ein Gefühl, wenn man in seine kleine Heimatgemeinde kommt als der große Sohn? Man freut sich einfach riesig, nicht? Weil bei aller Ernsthaftigkeit, wie man den Beruf ausüben will, und das kommt ja später dazu, möchte man dem Lehrer, der Mutter, der Großmutter, den Freunden, die auch sagen, was wird denn aus dem Buben, das ist ja eh nichts. Das freut einem so, dass man irgendwann einmal in diesem Ort kommende Bürgermeister und der Fremdenverkehrsobmann und die Musikkapelle. Das ist fantastisch. Also ich meine, Oscar hin oder her, ich bin jetzt nicht so sicher, was mich mehr gefreut hat.
Ich möchte da noch mal ein bisschen einhaken. Da war so eine Nebenbemerkung von ihm. Aus dem wird ja eh nichts haben. Wie kamen die auf die Idee, dass es dem eh nichts wird? Ja, in Altau See, 1800 Einwohner. Die einen gehen zum Salzbergwerk, die anderen sind beim Konsumverein, vielleicht noch zwei bei der Raiffeisenbank oder Sparkasse. Und damit ist die Sache zu Ende. Und dann fragt man halt, was wüssten wir wären? Der Gendarme, also Polizist, und der andere geht zum Salzberg und irgendwie. Und der andere sagt dann plötzlich, ich will Schauspieler werden. Wo's? Ne? Von wem war diese Reaktion? Aus dem Konsumverein, die Verkäuferin. Also, wie hat der Vater reagiert, die Mutter? Mein Vater, der mich mit anderen Fehlern, wie ich jetzt meinen Sohn erzogen hat und andere gute Seiten hatte, wie ich heute, war immer sehr aufgeschlossen, nur dass ich Schauspieler werde. Ich muss leider das Klischee bedienen, auch er wollte es nicht. Und sogar nach einem großen Erfolg Romeo hier in München noch, hat er sich wirklich Gedanken gemacht, ob ich nicht doch lieber studieren, Jus oder irgendetwas. Ich verstehe das auch, weil das ist so, man hat so, es ist nichts Sicheres, was wir machen. Mhm. Und in dem Moment, wo es sicher ist, ist es auch schon aus. Wenn wir mal sicher sind, dann hat es keinen Sinn mehr. Ist ein schöner Satz. Ich muss einfach da noch ein bisschen in der Gegend bleiben, als ich da stand und beobachtet habe, wie man sie gefeiert hat, mit Recht. Da kam einer, der kannte mich, und ich sagte, warum gingen Sie nicht hin und sagen, grüß Gott, ich möchte ihn jetzt nicht stören. Und sagte, ja, unser Klaus, der Brandauer Klaus, das war schon immer ein ganzer Schneller. Mit 19 hat er geheiratet und das Madel war 18 und gleich drauf haben sie einen Bum gekriegt. Naja, es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum man heiratet. Und da das nun fast 20 Jahre her ist, war der Grund doch ausgezeichnet, nicht? Der fabelhaft, ein junger Vater. Der Sohn ist jetzt schon 19. Kurz vor dem Abitur. Hat er schon gemacht? Hat er schon gemacht? Letztes Jahr Abitur und geht. Was für ein Schnitt? Können wir uns darauf einigen, dass es gemacht hat? Ja? Gut, sehr gut. Das ist schon mal noch mehr. Will der auch Schauspieler werden? Nein, der Christian möchte Musiker werden. Der war jetzt 3 Monate in Amerika und hat sich also so auf den Musikschulen herumgeschaut und möchte also drüben. Welche Richtung? Naja, eigentlich hat er mit 6 Jahren Klavier angefangen, nur seit 2,5 Jahren oder 3 Jahren spielt er Gitarre mit irrsinnigen elektrischen Aufbauten, hat eine eigene Band. Und ich weiß nicht, ich hätte es lieber vielleicht mit Klavier. Willkommen aber, im Club. Ja, ja. Der verstehe, einen, ja. Verstehe. Aber ich bin sehr froh, dass ich ihm das ermöglichen kann, was er wirklich will. Das können nicht alle Eltern und ich finde das gut und bin darüber froh. Er soll das machen, was ihm Spaß macht. So ein schönes Stichwort, das ich aufgreife. Ich bin darüber froh. Ich bin darüber froh, dass wir wenigstens einen Ausschnitt jetzt mal zeigen können. Wir haben vorhin widerspenstigen Zähmung angesprochen. Das war sicher Beginn der, nicht der schauspielerischen Karriere, sondern der Münchner Zeit eigentlich. Erste Rolle in München. Erste Rolle in München, aber gleich ein solcher Hammer. Und damals hat also alles von Klaus-Maria Brandauer gesprochen in der Gestaltung dieses, wie hat der geheißen? Petruchio. Der Petruchio, eine Inszenierung von Otto Schenk war es, glaube ich, gell? Ja. Und jetzt bin ich froh, dass ich also Ihnen wirklich mal einen Ausschnitt zeigen kann und dass uns niemand das verbieten kann. Schauen wir uns den Klaus-Maria Brandauer und die Christine Obermeier an in Ostermeier. Was habe ich gesagt? Was anderes. Ehrlich, entschuldige Christine, wenn sie jetzt zuschauen sollte. Ich verehre sie so sehr. Einen Ausschnitt, der vieles zeigt über den Charakter eines Schauspielers, der so ganz gegensätzlich sein kann, wie zum Beispiel in dieser Rolle und vielleicht nachher später in einem Ausschnitt aus dem Film, der den Oscar bekommen hat. Bin neugierig. Ich will Sie hier erwarten und Sie mit Geist zu ködern suchen. Wenn sie lästert, werde ich ihr ganz offen sagen, sie singe lieblich gleich der Nachtigall. Und bleibt sie stumm und spricht kein einzig Wort, so rühme ich ihr behende Sprechtalent und sage, die Redekunst greift mir ans Herz. Sagt sie, ich soll mich packen, danke ich ihr, als bete sie mich wochenlang zu bleiben. Kriege ich einen Korb, so frage ich nach dem Tag des Aufgebots und wann die Hochzeit sei.
Guten Morgen. Kätchen. Mhm. Denn so heißt ihr, höre ich. Ja, ihr hörtet recht. Du habt ihr schlecht verstanden. Wer von mir spricht, nennt mich Katharina. Ihr lügt. Man nennt euch ganz schlicht Kätchen. Das nette Kätchen. Manchmal das böse Kätchen. Doch Kätchen. Europas allerfeinstes Kätchen. Das Kätchen mit dem Kätchenherz. Mein goldenes Kätchen. Goldkätchen. Gold, du Kätchen. Drum, glaub mir, Kätchen. Herzenstrost. Weil alle Welt mir deine Sanftmut preist, von deiner Tugend spricht, dich reizend nennt, du doch nicht halb so reizend, wie du bist, hat's mich bewegt, zur Frau dich zu begehren. Also eine dusselige Frage. Jetzt würden Sie es anders spielen? Muss ich, schauen Sie mich an. Das ist ein Unterschied. Natürlich. Das war 1970, wie gesagt, in einer Inszenierung von Otto Schenk. Damals waren Sie noch nicht so populär, aber in der Branche hat jeder gesagt, das ist ein ganz besonderes Talent. Und es wurde auch in der Branche gesagt, er weiß es. Wussten Sie es? Ich will ein bisschen draufhelfen. Es gibt einen Ausspruch, und wenn er nicht stimmt, gleich satt dagegen gehen. Ich zitiere, ich halte mich bei aller Bescheidenheit schon für außergewöhnlich begabt. Wenn Sie nicht überzeugt sind von sich, hat Fritz Kortner zu mir gesagt, dann hat es gar keinen Sinn, dass Sie jemanden ins Theater bitten. Ja? Da hat mir jetzt jemand erzählt, wenn Sie Fritz Kortner nachmachen würden, würden Sie immer dabei die Hände hinter die Ohren legen. Nein, manchmal. Manchmal, ja. Ah, manchmal. Gut. Nein, das mache ich dann, weil das war die erste Begegnung mit dem Fritz Kortner, mit diesem wunderbaren, für mich wunderbaren Mann. Ich sollte etwas spielen bei ihm, und es lag jemand saß jemand in der ersten Loge im Theater in der Josefstadt in Wien und machte so. Ah ja. Das war er. Dann habe ich auch diese Rolle bekommen. Ja. Mhm. Ja, Sie wollten dazu noch was sagen. Wenn man nicht von sich selber überzeugt ist. Schauen Sie, ich meine, von sich selber überzeugt sein bedeutet ja nicht, dass man sich selber überschätzt. Jeder Mensch weiß nach einiger Zeit, wo seine Stärken liegen, seine Schwächen. Natürlich wird das immer besser und je länger man lebt. Aber ich habe schon in mir das Gefühl gehabt, als junger Mensch, dass ich vielleicht so etwas wie Theater spielen kann. Und deshalb habe ich es mich auch getraut. Mhm. Und ich habe gar nichts davon, dass ich in der Öffentlichkeit meine Zweifel daran zeige. Die habe ich heute. Heute natürlich mehr denn damals. Mhm. Aber die habe ich zu Hause. Ich möchte wirklich nicht hausieren gehen und sagen, mein Gott, ich habe solche Probleme. Und der Beruf ist so schwer. Wissen Sie, Herr Fuchsberger, es ist so schwer. Und ich fürchte mich vor dem Theaterspiel. Ich fürchte mich nicht. Ich bin glücklich, wenn ich um 7:30 auftreten kann. Und da 3 Stunden arbeiten kann mit Publikum. Das ist anders als im Film. Und, also, wenn man sich selber nicht in irgendeiner Weise akzeptiert, wie bei Frauen und Männern, jetzt sagen wir mal mit dem Körper, wenn man nicht sagt, naja gut, ich habe mal diese O-Beine, ich habe die Muttermale, das bin ich, dann kann ich für niemanden Partner sein. Ich muss mich einfach damit abfinden und zu mir bekennen. Und nur dann ist alles möglich, vom Ich zum Du zu kommen. Mhm. Das bringt mir auf eine ganz andere Idee. Ich kriege, warum auch immer, ich weiß es nicht, in der letzten Zeit zunehmend Briefe von jungen Leuten, die fragen,
Wie kann man Schauspieler werden? Wie kann man zum Theater kommen? Wie kann man das? Wie kann man das? Und ich weiß nicht, was ich denen antworten soll, weil jede Antwort, die man da gibt, ist von vornherein falsch, weil man den Menschen nicht kennt, der einem da schreibt. Haben Sie für junge Menschen ein Rezept oder was antworten Sie, wenn junge Leute Sie fragen, Herr Brandauer, was muss ich machen, um so etwas zu werden wie Sie? Sie haben vollkommen recht, man kann da gar nicht viel dazu sagen. Man kann nur sagen, wenn du das in dir spürst, dann versuch es. Man kann ihm wünschen, dass ihm so viel Steine in den Weg gelegt werden, dass er den Hut draufhaut. Und wenn er all diese Steine trotzdem überwindet, na dann ist es eh. Wobei es völlig wurscht ist, glaube ich, zunächst einmal, ob er dann in Innsbruck Theater spielt oder in Hollywood oder in Koblenz oder in Berlin. Denn jemand, der so etwas machen will wie wir, der macht es nun einmal deshalb, weil er sowas machen kann und erst in zweiter Linie wo. Das ist ein wesentlicher Punkt, denn Spielen, Begabung ist etwas völlig anderes als Karriere. Eine Karriere, auf die hat man sehr wenig Einfluss. Eine Karriere macht sich, kann gemacht werden. Schauen Sie, der Film, den ich da gemacht habe, Mephisto, ich wusste, wir haben eine gute Arbeit gemacht und vielleicht wird es die Leute auch interessieren und ich bin sehr froh, dass es in so weltweiten Maß Interesse gefunden hat. Aber was jetzt mit diesem Film geschieht, hat sich losgelöst von mir, hat mit mir nichts mehr zu tun. Das hat sich potenziert. Das ist Mephisto, ein Film, der macht den und den Weg und ich kriege nur Rückkopplungen, weil ich zufällig der bin, der ihn gespielt hat. Also mit mir hat das nichts mehr zu tun. Das ist ja das Fantastische am Theater. Ich bin um 7:30 Uhr da. Bis 22:30. Und ich kann jeden Abend nicht was anderes machen, schon die Verabredungen einhalten, aber ich muss mich jeden Abend neu mit anderen Leuten beweisen. Und das ist beim Film nicht der Fall. Jetzt habe ich ihn gesehen in Rom, in Tel Aviv, in Los Angeles, in New York, in Paris, überall immer wieder. Wie oft bin ich gesessen und was ich jetzt weiß, in der Zwischenzeit hätte ich diese Szene anders gemacht oder ein paar Leute husten. Ich kann nicht mehr, ich kann nichts mehr tun. Ich kann nicht mehr lebendig mit dabei sein. Es hat sich verselbstständigt. Und jetzt werden wir sehen, was so ein Film, der vielleicht jetzt durch diese Oscar-Sache und durch den ganzen Lauf der Geschichte so etwas ist wie, da bleibt jetzt mal im Bewusstsein, was daraus wird die nächsten Jahre. Bleibt eine immerwährende Mode? Wird er ein Zeigefingerfilm? Wird er immer wieder hervorgezahlt? Wird ein Cineastengeschichte werden? Nicht? Es löst sich los. Völlig los. Und wir haben keinen Einfluss. Und das Einzige, was ich als Mensch wirklich haben will, das meine ich jetzt nicht als Schauspieler. Ich weiß, dass wir so viele Einflüsse von außen haben. Aber ich möchte selber mitarbeiten an meinem Leben. Ich möchte formen. Und das kann ich jetzt bei diesem Film nicht mehr. Mhm. Jetzt hier bei Ihnen kann ich es noch. Ist es besonders schwierig, um nicht zu sagen, vielleicht sogar besonders gefährlich, jede Entscheidung, die man danach als Nächste zu treffen hat, womit man anschließt? Den Fehler haben ja wohl sehr viele Schauspieler in ihrem Leben gemacht, dass sie gesagt haben, jetzt ist der Erfolg da. Und dieser Erfolg, der steht ja auch in sich für etwas ganz Eigenständiges da, ist aber immer wieder jetzt das Maß, an dem man in dem, was man danach macht, gemessen wird. Was machen Sie jetzt nach diesem weltweiten Erfolg, wo sich sicher die Angebote von überall her häufen werden? Wie entscheiden Sie sich? Naja, das ist die Frage, nicht? Es ist jetzt zu entscheiden, ob ich künstlerischen Maximen treu bleibe, ausschließlich, oder so etwas in Kauf nehme, was natürlich Kino sein muss. Geschäft. Man kann nicht 10 Millionen Mark oder 10 Millionen Dollar für etwas verwenden und es dann nicht mehr hereinkriegen. Ich glaube, Leute, die so viel Geld brauchen, um etwas fertigzustellen, haben die verdammte Verpflichtung, natürlich sollen sie auch gut sein, auch das wieder hereinzuspielen. Und das ist jetzt die Frage, kann ich da mitmischen? Und da dieser amerikanische Markt ein bisschen jetzt erschlossen ist, der Film läuft 3 Wochen in New York und 14 Tage in Los Angeles, das ist gar nichts. Also ich warte jetzt einmal ab, denn es beckt mich, und beckt heißt es kitzelt mich natürlich sehr, da in diesem Konzert der Leute mitzumachen.
die da drüben waren. Ich wollte da gerade unterbrechen. Mitmischen, was heißt mitmischen in dem Fall? Sie sprachen von Geld. Nein, es geht jetzt nicht ums Geld, sondern um diesen großen internationalen Film. Wo wird er gemacht? Mhm. In Amerika. Nicht? Und das ist für einen europäischen Schauspieler ziemlich schwer, aber ich glaube, es ist eine Möglichkeit und ich möchte das gerne machen. Ja, das bedeutet, mit mitmischen meine ich... Wie er gemacht wird. Ja. Aber ich muss auch jetzt abwarten, was ich für Forderungen stellen kann. Nach 3 Wochen kann ich gar keine. Da bin ich der Cineastenmann aus Österreich oder aus Europa. Sagen wir, der Film läuft 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate, dann kann jeder Produzent sagen, naja, die sind nicht nur gut, die machen auch Kasse. Sondern auch erfolgreich. Ja. Und das ist abzuwarten. Und wenn das so ist, dann haben wir wahrscheinlich viel, viel bessere Voraussetzungen, da drüben einen Film zu machen. Mhm. Und das warte ich noch ab, international gesehen. Mhm. Und ich, da das mir sehr gut geht und ich sogar eine Pause brauche nach 3 Jahren ununterbrochener Arbeit, warte ich das ab und vielleicht wird auch alles ganz anders. Vielleicht kommt morgen eine wichtige Rolle, die ich jetzt unbedingt spielen muss am Theater oder mir fällt sie ein und dann mache ich das. Also ich hänge von nichts ab, ich stehe unter keinem Druck. Allerdings gebe ich zu, dass ein Restmoment von Eitelkeit, obwohl ich das schon seit 20 Jahren, Gott sei es geklagt, ohne großen Erfolg in mir bekämpfe, möchte ich ganz gern vielleicht, möchte ich ganz gern vielleicht eine Filmkarriere machen, damit man nicht immer nur sagt, der Rock Hudson und der Burt Lancaster und so weiter. Warum nicht der Klaus-Maria Brandauer? Jetzt muss ich immer klatschen. Es gibt einen schönen Ausspruch von Ihnen, Klaus. Nicht gerade ein gespaltenes Verhältnis zu Film und Fernsehen im Gegensatz zum Theater, aber ein sehr distanziertes Verhältnis, nennen wir mal so. Scheint mir daraus hervorzukommen, wenn Sie sagen, im Film schwänzen viele Schauspieler ihren Beruf, sollen Sie gesagt haben, und der Film ist das Spielzeug für Regisseure. Das glaube ich ganz fest. Es gehört schon ein großer Vertrauensvorschuss am Theater dazu, zu den Mitgestaltern, Regisseur, Mitdarsteller, den man hergeben muss, damit man miteinander arbeiten kann. Mhm. Irgendwann muss man sich heiraten, man weiß nie, wie es ausgeht. Ja? Aber an einem solchen technischen Instrument wie Film, wo nachher geschnitten wird, ja, da ist ja ihre Beteiligung manipulierbar. Und natürlich ist das deshalb ein Ausdruck des 20. Jahrhunderts. Wir leben in einer Zeit einer gigantischen Manipulation. Schlagen Sie eine Zeitung auf, die schreibt das, die schreibt das. Sie wissen nicht mehr, wie Sie sich informieren sollen. Ich meine, es ist schön, dass wir uns informieren können, aber man wird manipuliert. Schon in der Schule fängt es an, nicht? Wie will der Lehrer das haben? Na, dann bin ich halt so zu ihm. Man wird opportun schon erzogen, nicht? Also ich möchte nicht gern manipuliert werden. Im Film kann ich es werden. Also wenn ich mich mit einem Regisseur, im Kameramann, im Film einlasse, da muss ich sie schon irrsinnig gern haben, damit ich mit mir was machen lasse. Denn am liebsten mache ich. Und das meine ich nicht eitel. Und wie ist das bei dem Film, den Sie gerade mit Ihrer Frau machen? Die ist, glaube ich, die Regisseurin dieses Films. Ja, das ist 2x90 Minuten, ein Fernsehzweiteiler. Arthur Schnitzler, Der Weg ins Freie. Arthur Schnitzler, obwohl er schon lange tot ist, ein guter Freund von mir, weil ich ihn oft gespielt und auch inszeniert habe am Theater. Weiß ich nicht, vielleicht, ja. Das war hart mit meiner Frau. Weil ich war sehr folgsam. Ist Ihnen schwer gefallen? Ja, schon. Ja? Ich folge lieber zu Hause, wenn es niemand sieht, das tue ich auch, aber so vor allen Leuten. Und was meinen Sie mit, viele Schauspieler schwänzen ihren Beruf? Naja, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das so genau so gesagt habe. Ich glaube ganz einfach, dass im Film man nicht unbedingt ein Schauspieler sein muss. Es gibt ganz andere Möglichkeiten. Man kann schön sein. Warum soll nicht eine fesche Frau vor einer Kamera, die gut ausschaut, sich gut bewegt, da spielen? Ich habe ja gar nichts dagegen. Warum nicht, wenn ein guter Fleischhauer ist und er ist auch locker vor der Kamera, soll er ihn spielen? Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass man Schauspiel ist für einen Film. In Mephisto zum Beispiel versuchte ich das, jetzt unabhängig von der Gestaltung des Hendrik Höfgen, zu beweisen. Ich nahm Risiken auf mich. Das heißt, oft im Film reden die Leute, wie geht's dir? Geht's ganz gut? Nicht so klinisch sauber, so trocken und selbst Liebesszenen sind
nicht so was wie Synchronarbeit. Also ich nehme nichts gegen Synchron, auch das kann man gut machen. Aber das Leben ist ekstatischer, schon in der Straße, nicht? Die Leute, wenn sie schreien, schreien sie. Und ich versuchte, das auch auf den Film zu übertragen. Und das sind natürlich Risiken, wenn man das nicht gewohnt ist. Das ist eine schauspielerische Arbeit, nicht? Aber Sie sehen ja, wir können jetzt die Kamera herumfahren lassen, es gibt immer Bilder. Ist ein Film, ne? Das wird ja heute schon sehr oft praktiziert. Ja. Ich bin natürlich gegen solche Filme, weil das nimmt mir meinen Beruf weg, aber... Nur ist dann die Betonung vielleicht manchmal ein bisschen anders, nicht? Er sagte, es ist ein Film. Die anderen sagen, das ist ein Film. Es kommt darauf an, wie man... Ich habe ziemlich bald nach dem Krieg, Klaus, im Düsseldorfer Schauspielhaus den Faust gesehen. Eben in der Traumbesetzung damals, Paul Hartmann als Faust, Antje Weisgerber als Gretchen, die Elisabeth Flickenschild als die Frau Marthe und Gustav Gründgens als Mephisto. Ich verstand damals überhaupt nichts von der Schauspielerei, aber eins wusste ich, als ich aus dem Theater rausging, ich für mich habe gesagt, einen Mephisto wird man nie nirgendwo, irgendwo auf der Welt besser sehen. Als Sie den Mephisto jetzt gespielt haben in dem Film, Das Leben, alias Höfgen, Gustav Gründgens, haben Sie Angst gehabt vor dieser Rolle? Ja, natürlich. Und zwar nicht vor der Rolle, da habe ich auch Angst gehabt, aber darüber rede ich jetzt nicht mehr. Das behalte ich doch dann lieber für mich, so Auseinandersetzung mit Berufes. Wo kommen wir hin, wenn irgendein Physiker über die Probleme redet, wie er zur Theorie, zu einer Formel kam. Aber ich hatte Angst vor Gründgens, den ich gar nicht spielen wollte. Ich versuchte, das Thema Höfgen abzuhandeln. Aber natürlich war hier in Deutschland, in Österreich, immer Gründgens im Genick. Und so habe ich mich versucht, freizumachen, indem ich alles, was es über diesen einmaligen Theatermann gab, gelesen, Platten, alles Mögliche, um ein Beispiel zu ergründen. Und dann hatte ich keine Angst mehr. Ich habe einen Menschen kennengelernt, mit großen Seiten, mit Fehlern, so wie wir alle. Und dann war die Angst weg. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den Film noch nicht gesehen. Natürlich weiß ich, um was es da geht. Ja, die Zeit rennt so schnell weg, dass es sowieso nicht mehr lange dauern wird, dass Sie erlöst sind. Er hat da zwei Gläser stehen, weil er sich vor der Sendung noch nicht entscheiden konnte, ob er nur Wasser trinkt oder auch einen Wein. Jetzt greife mal zum Wein und sagen mal Gesundheit. Dazwischen. Gesundheit. Weil quasi als Entschuldigung, dass ich den Film noch nicht gesehen habe... Wollen Sie eine Kiste davon haben? Ja, gern. Das ist klare Werbung, was Sie da gerade machen. Ach so, um Gottes Willen, ja. Wird einer kommen, vermutlich, hoffe ich. Den Film nicht gesehen habe, natürlich weiß ich, um was es in diesem Film geht. Und ich freue mich darauf, dass ich vielleicht, nachdem ich ihn dann gesehen habe, meinen Eindruck von damals in Düsseldorf korrigieren kann, dass ich diesen Mephisto nie und nirgendwo besser sehen könnte. Denn man hat mir gesagt, dieses ist nicht ein besserer, aber ein ganz anderer Mephisto, obwohl... wie Sie gesagt haben, versucht haben, diesen Höfgen, diesen Menschen, Gustav Gründgens, in seiner Glanzrolle zu erfassen. Gründgens soll angeblich so gut gewesen sein, weil er einen mephistophelischen Charakter hatte. Haben Sie den auch? Auch. Auch, wie wir alle. Natürlich habe ich auch solche Seiten in mir. Zerstörerische, verführerische. Ich wär gar kein richtiger Schauspieler, wenn ich nicht auch ein Verführer wäre. Denn ich muss ja, selbst wenn ich eine sagen wir, gute Botschaft, um so etwas Pathetisches zu sagen, muss ich ja Leute zunächst einmal verführen. Es hat ja gar keinen Sinn, einen Theaterabend oder einen Film zu machen und zu sagen, der Mann ist bös, der Mann ist bös, der Mann ist bös. Nach 5 Minuten ist es auch gar keinen Sinn mehr, dass die Leute bleiben. Können sie nach Hause gehen, wir wissen, der Mann ist bös. Also, und wir wissen von uns selber, dass wir gleichzeitig gut und bös sein können. Wir können vieles gleichzeitig sein. Und darum bin ich, ich kann nicht sagen, ich hasse das, aber ich bin sehr gegen Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Der Roman zum Beispiel von Klaus Mann, Mephisto, ist schwarz-weiß. Und wir versuchten, der Roman ist sehr gut, aber wir versuchten, es einfach komplizierter, komplexer zu machen. Weil wir alle komplizierter sind. Und das sollen sich bitte alle Schauspieler und alle, die damit was zu tun haben, merken. Es gibt nicht schwarz und weiß. Wir wissen, dass wir auf der Welt sind, um Fehler zu machen. Das wissen wir seit Jahrtausenden. Wir sind ein gigantischer Irrtum der Natur. Das ist meine Privatmeinung. Denn ja, leider,
denn wir sind nicht logisch. Wenn wir nur den Kopf hätten, wären wir logisch und alles wäre errechenbar. Nein, wir haben das Herz, also Gefühle, und wir haben die Drüsen. Und diese drei Punkte in unserem Körper machen dauernd einen Streit. Nie sind sie konkurrent. Wie wollen wir uns denn da je richtig verhalten? Trotzdem sollen wir versuchen, daran zu drehen. Aber wissend, dass wir halt fehlerhaft sind. Dazu sollte... Gottes Willen. Nichts Schlimmeres, als einem Kollegen den Applaus zu klauen. Klaus, Sie haben gesagt, der Roman von Klaus Mann ist schwarz-weiß. Damit ist also natürlich nicht nur gemeint im Sinne, was du schwarz auf weiß besitzt, kannst du getrost nach Hause tragen, sondern Klaus Mann war ja nun persönlich und aus privaten Bereichen beeinflusst, vielleicht ein bisschen gegen die Figur Gunzel, obwohl er das immer bestreitet. Und der Film, der da gemacht wurde, hatte natürlich einen ganz anderen Abstand von dieser Figur. Sie sagen das richtig. Der Klaus Mann war ein großer, wirklich Freund von Gustav Gründgens. Vielleicht viel mehr als das. Und das Buch ist ein bisschen so, ja, von einem verlassenen Liebhaber geschrieben auch. Mhm. Und so kompliziert sind die Dinge. Stellen Sie sich vor, wenn die ein Ehepaar gewesen wären oder geblieben wären, man weiß das nicht. Wir haben so viel jetzt über diesen Film, über Mephisto, über diese Rolle geredet, dass wir natürlich jetzt auch einen Ausschnitt aus diesem Film zeigen wollen. Es ist die Szene, wo Sie in der Pause einer Theatervorstellung in die Loge des späteren Reichsmarschalls Hermann Göring gerufen werden. Und vielleicht hat sich da in diesem Augenblick ganz wesentlich die Karriere, die Macht, die der eine hatte und dem anderen in die Hand gegeben hat, auf seinem Gebiet, wo all sich das entschieden hat, was dann nachgedacht diese große Figur neben dem Theatertalent Gründgens hat werden lassen, der in eine große menschliche Dimension dann hineingegangen ist, im politischen Bereich auch. Diese Unsicherheit, Macht dort auszunutzen, wo sie selber sich gegen ihn wenden kann. Wir wollen uns diesen Ausschnitt jetzt anschauen, denn Sie sollen Klaus-Maria Brandauer auch heute Abend wenigstens in einem Teil Mephisto nicht nur verbal hören, sondern Sie sollen ihn auch sehen. Ich salutiere den gelehrten Herrn. Ihr habt mich weidlich schwitzen machen. Wie nennst du dich? Die Frage scheint mir klein. Für einen, der das Wort so sehr verachtet, der weit entfernt von allem Schein nur in der Wesentiefe trachtet. Bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen, wo es sich allzu deutlich weist, wenn man euch Fliegen, Gottverderber, Lügner heißt. Nun gut, wer bist du denn? Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, wenn nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Guten Abend, Herr Höfgen. Der Herr Ministerpräsident lässt Sie in seine Loge bitten. Ja. Geht alles wie geschmiert. Darf ich dir meinen hervorragenden Kollegen Hendrik Höfgen vorstellen? Aha, unser Mephistopheles. Gratuliere. Diese Maske ist perfekt, sie ist das Böse selbst, diese Maske ist das heilige Böse. Dabei ist ihr Blick doch aus der Nähe so mild. Die weiche Händedruck ist Höfgen eigenartig. Aber das scheint das Geheimnis der Schauspielkunst zu sein. Kraft und Geist zu zeigen, während man in Wirklichkeit schwach ist. Naja. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich außerordentlich gründlich und lange auf diese Rolle vorbereitet haben. Mit meinem ganzen Leben, Herr Ministerpräsident. Richtig, nur so geht es. Das ist das Geheimnis der Größe.
Das ist ein Ausschnitt, der etwas Entscheidendes beweist. Dass nur mit tollen Partnern sie wirklich gut sein können. Die Leistung von diesem Rolf Hoppe aus Dresden, einem wunderbaren Schauspieler. Ermöglichte mir erst, gut zu sein. Und zwar geht es ja nicht darum, dass ich Mephisto bin, sondern wenn Sie es genau betrachten in diesem Film, dann bin ich ein Faust, der durch einen Mephisto verführt wird, weil er von der Welt was erfahren will. Das ist das Wichtige. Und ohne dieses Gegengewicht hätte ich virtuos sein können, gut sein können, aber nie wahr. Rolf Hoppe, der schwer ausreisen kann aus seinem Land, danke. Dann darf ich das Stichwort aufgreifen und sagen, ein dusseliges Wort, ein Talkmaster kann immer nur dann gut sein, wenn sein Gesprächspartner so brillant ist. Und ich brauche die nächste Frage nicht mehr zu stellen nach einem Ausspruch. Die Leute kennen mich nur unverletzbar, unverwundbar. Dabei passiert es mir, dass ich morgens aufwache und denke, Mensch, Brandauer, was soll das alles? Wir haben aus Ihrem Munde sehr genau gehört, was das alles soll. Und dann darf ich vielleicht mit dem Spruch, weil die Zeit schon wieder zu Ende ist, schließen. Wenn mir irgendwann alles langweilig wird, dann setze ich mich auf die Veranda meines Hauses in Altaussee mit dem Blick auf den Dachstein, links unter mir der Friedhof und neben mir schnarcht der Hund. Mit diesem idyllischen Bild dürfen wir uns verabschieden, Klaus-Maria Brandauer, in der festen Überzeugung, dass davor noch sehr viele gute Rollen kommen. Vergessen in der Sendung. Was sind wir ohne unser Publikum? Ja, ich wollte es noch sagen, aber es ging so schnell mit dem Friedhof. Zu spät.